Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. Die Hundemörder stechen wir jetzt ab. So macht man das, Brudi. Headshots verteilen. Okay? Ja, war der letzte von ihnen. Ah, oh, du klingst etwas enttäuscht. Naja, ich hasse diese Dreckskerle, weißt du? Ja. Okay, komm schon. Lass uns von hier verschwinden, Mann. Besser ist es. Also, was zur Hölle ist da gerade passiert? Es sah so aus, als, keine Ahnung, wärst du durchgeknallt. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte, dass sie endlich bezahlen, aber... ich fürchte, es wird nie genug sein. Verstehst du? Tja, das stimmt wohl. Hättest du mir das Ding nicht gemacht? Ich meine, mein Arm. Was würde ich dann tun? Ich meine, ich würde... Verdammt. Du weißt schon. Wirst du klarkommen? Ja, hab ja auch keine Wahl. Die hat keiner von uns, oder? Ja, okay, komm. Ja. Gott sei Dank steht's noch da. Hey, wie lief's denn? Lief was? Na, du weißt schon, der Kerl im Anzug, was hat er gesagt? Ach, unwichtig. Hey, jetzt sag schon, verdammt. Busa, das solltest du jetzt lieber nicht tun. Ach ja? Glaubst du, ich schaff's nicht, dir in deinen Arsch zu treten? Komm schon, was hat er gesagt? Hör auf. Ernsthaft, was ist mit Sarah? Hä? Wo steckt deine Lady? Steckt deine Lady? Hä? Bleib unten, Bruder! Hast du genug? Wo steckt deine Lady, Deke? Sie ist tot, Musa. Sarah ist tot. Ja, und das schon ziemlich lange. Meinst du denn nicht, dass du schon lang genug getrauert hast? Oh Gott. Ich meine, du hast einen krassen linken Arschloch. Ah. 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 Mehr habe ich nicht drauf. Komm schon mal. Fuck. Oh. Scheiße. Ich muss langsam wieder an die Arbeit. Das Camp ernährt sich nicht allein. Ja, mehr habe ich nicht drauf. Und trotzdem habe ich dich dreimal erwischt. In Serie. Ja. Wo fahren wir hin? Zurück ins Camp. Nein, ich hab noch eine Schicht. Fahr mich da hoch. Es ist nördlich von Shermans Camp. Okay. Ja, dann machen wir das. Wir würden dich jetzt auch nach Hause bringen, aber wenn du nicht möchtest. Also, sie starb in dieser Nacht. Weder du noch irgendwer sonst hätte das ändern können. Ich hätte dort sein sollen. Was hätte das gebracht? Das Gutsein ist Geschichte. Ja, Ruh, ne? Was willst du da machen? Alter, wie lange weitest du Scheißcamp weg? Skizzo, hörst du mich? Lost Lake Camp, Skizzo! Ja, ja, was gibt's? Da waren gerade... Hey, wo steckt dein Kumpel? Er war heute nicht arbeiten. Was soll das, Mann? Hör mir einfach zu! Ich hab ihn zur Arbeit gebracht und wir wurden angegriffen von Ripper. Ach, verdammt. Wo? Draußen vorm Rogue Camp ist Carlos im Anmarsch und er meint es verdammt ernst. Du musst Iron Mike warnen. Aber das sage ich ihm doch immer wieder. Seit Monaten. Ja, ich sag ihm Bescheid. Wir sind jetzt gleich bei Tamelo.
Yakuzas in ein paar Minuten vor Ort. Sehr gut. Er schuldet dem Camp nämlich noch eine halbe Schicht für die versäumte Arbeit. Als Maulskizzo. Hey, Dick. Rogue Camp liegt in der anderen Richtung von Tamalum, oder nicht? Die Route war schöner. Ende. Arschloch. Ach Gott, verdammt, das Skizzo. Sag mal, irgendwie hören die das mal, wenn die funken, oder? Naja, ja. Müssen die wissen, ne? Kommt schon, Leute. Los, weitermachen. Macht weiter. Wer nicht arbeitet, isst auch nicht. Ich mach ja schon. So sieht's aus. Hey. Wir müssen das Zeug reinbringen. Ohne Ernte. Danke fürs Mitnehmen. Verhungern wir. Mhm. Na also. Was für ein Ficker. St. John an Lost Lake Camp. Kommen. Dick, ich höre dich. Mike, gut, hör zu. Boozer und ich, wir hatten gerade einen kleinen Streit mit ein paar Rippern. Sie... Ripper? Verdammt! Seid ihr über den Iron Ridge? Dick, ich sagte doch... Hör mir zu, Mike, sie waren hier. Im Rogue Camp. Rogue Camp? Da waren Ripper im Rogue Camp. Bist du dir da sicher? Ob ich mir sicher bin? Verdammt, Mike! Ja! Man kann sie nicht so einfach verwechseln bei den Narben, dem Getue und ihrer blinden Mordlust. Na schön, komm wieder runter. Wir werden uns mit Carlos treffen. Deshalb fährt Skizzo morgen nach Iron Butte rüber. Er wird rausfinden, was da los ist, und dann werden wir... Du schickst Skizzo zu einem Treffen mit Carlos? Scheiße, Mike! Das Camp bleibt ja immer noch richtig! Wie gesagt, ich... Schrei nicht so! Sag mal... Was ist los mit dir? Schreit da rein wie so ein Affe. Oh. Oh. R. Teleportation. Schreit da ins Mikrofon. Jeck oder so? Ich halte mich beim Verträge. Ja. St. John an Lost Lake Camp. Kommen. Das sehe ich. Dick, ich höre dich. Mike, gut, hör zu. Boozer und ich, wir... Na, jetzt schon wieder? Hä? Mit ein paar Rippern. Sie... Du kannst gleich aufhören. Ripper? Verdammt! Seid ihr über den Iron Ridge? Dick, ich sag's doch! Hör mir zu, Mike, sie waren hier. Im Rogue Camp. Ripper im Rogue Camp. Bist du dir da sicher? Ob ich mir sicher bin? Verdammt, Mike. Ja, man kann sie nicht so einfach verwechseln bei den Narben, dem Getue und ihrer blinden Mordlust. Na schön, komm wieder runter. Wir werden uns mit Carlos treffen. Jetzt schreit uns nochmal in die Ohren. Ja. Er wird rausfinden, was da los ist, und dann werden wir... Du schickst... Keine Zeit. Das hatten wir schon. Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal geben. Alter, das Pferd ist erstmal tot. Was zum Teufel? Brennen sie nieder! Schön. Erstmal daneben. Mehr habt ihr nicht drauf? Das war ein Headshot. Ich glaube, langsam dicken.
Sie haben eigene Schwüre? Nun, traditionsgemäß der Bräutigam zuerst. Ich fange an. Deacon, es tut mir so leid, dass keiner da ist. Wir haben wohl echt alle angepisst. Auf beiden Seiten. Aber nicht ganz alle. Du sollst wissen, dass das zeigt, wie viel du mir bedeutest. Ich würde alles für dich aufgeben. Alles. Dieser Ring ist ein Symbol meiner Liebe. Und er ist kostbar. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Ich liebe dich. Scheiße. Noch mehr. Weg von meiner verdammten Kirche! Aus der Schusslinie! Komm zurück, jetzt! Ich sitze fest! Lauf ruhig weg! Ich krieg dich trotzdem! Verdammte Scheiße! Ja! Schlag zu! Töte ihn! Töte ihn! Dieser Ring ist mein Versprechen, dass ich dich immer lieben werde und dich niemals verlasse. Sie dürfen die Braut küssen. Oh, einen Moment. Hier, den kannst du wiederhaben. Aber du musst mir versprechen, mich so oft zu reiten wie dein Bike. Tja, ich erkläre euch zu Mann und Frau. Okay, ich werde jetzt gehen. Nehmt euch ein Zimmer! Sorge. Sowas wird nie wieder passieren. Jo! Fertig, geheiratet. Schön. Ja, schon alles sehr traurig, ne? Aber was willst du machen? Usman, hörst du mich? Auf einmal ist Tag. Ja, Dick, was gibt's? Jetzt hab ich die Scheißpistole ausgerüstet. Erinnerst du dich an die Kirche, in der Sarah und ich getraut wurden? Hm. Tja, ich hab da drin ein paar Kerle erwischt beim Randalieren. Was für ein Tag. Ich wär gern dabei gewesen. Dir gern geholfen. Scheiße. Ja, okay. Ich melde mich wieder. Dicken Ende. So, wir fahren jetzt erstmal teleportationsartig zurück. So, so. Und so und so. Dann können wir uns unsere Waffe wieder besorgen. Hey,
Ja, ich bin. Eddie, hörst du mich? Das ist Lost Lake Krankenstation. Könnt ihr mich hören? Degen, ich höre dich. Eddie, gut. Tür, oder was? Gut, hör zu. Könntest du noch kurz auf mich warten? Ich muss dich sehen. Ist alles okay? Was ist los? Gar nichts. Ich erkläre dir alles später. Degen, Ende. Sehr gut. Sehr gut. Hast du, was du brauchst? Ja, absolut alles. Los. Du klingst ziemlich aufgeregt. Wir sind Lichtbringer, Deke. Was? Es heißt schließlich, bevor du das Dunkel verfluchst, entzünde ein Licht. Wir haben in den letzten 2 Jahren nichts als geflucht. Wir bringen Lost Lake den Strom. Ja gut, ich habe da zwar jetzt und er unter dran verstanden, eine Kerze anzünden. Ja, es gibt ja nur ein Problem. Für das wir jetzt Licht abgeschlossen all das haben. An und aber sorgt dafür, dass es dich okay. Viel besser findet. Hey, wir sind da. Mist. Schwärmer. Ich hatte gehofft, es wären keine da. Wir kein haben Problem. Doch sonst auch kein Glück. Okay, das waren wohl alle. Mist. Hey, ich mach das schon. Keine Sorge. Okay, um das zu reparieren, muss ich da hochklettern. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Genau. Okay, los, hilf mir hoch. Gut, bereit? Aha. Eins, zwei. Willst du mich verarschen? Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke. Ich werde mich dran erinnern. Was ist los mit euch, ihr kleinen Nutten? Scheiße! Krabbler! Ich hab sie! Jo, die ganze Familie. Bist du behindert? Die Schelle hat gesessen und die auch. Komm her, du kleiner Bastard. Na, wie ist das? Ich versuch's. Willst du dich verarschen? Mehr. Eure Eltern. Oh, hab ich schon ausgelöscht. Du bist der kleine Scheißer. Okay. Ich komm runter. Verdammt nochmal. Das hat Spaß gemacht. Ja, das sollten wir unbedingt mal irgendwann wiederholen. Ja, und ich rede mit Skizzo, dass wir hier Stacheldraht anbringen müssen. Gegen die Krabbler. Das ist wieder so ein Scheißjob, den er mir gibt. Du schaffst das. Komm, ich muss noch was überprüfen. Wieso laufe ich wie so ein Krüppel? Zum Teufel! Man muss nur 2 und 2 zusammenzählen, Deke. Du hast sie im Nero-Flüchtlingslager verloren, dem nördlich von Belknap. Und in letzter Zeit sehen wir überall Nero-Helis. Worauf hoffst du denn bitte? Ein Wunder, dass sie bei ihnen an Bord war? So was in der Art. War sie aber nicht. Nein. Tut mir leid. Hör zu, es ist nicht der Rede wert. Lass einfach gut sein. Okay. Wow, es hat sich rumgesprochen. Ich bin gleich soweit.
Die gesamte Anlage bezieht ihren Strom von hier. Ich habe die Sicherung gezogen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Okay. Bereit, wenn du es bist. Na schön. Na schön! Hört zu! Okay. Die letzten Monate waren hart. Da gibt's nichts schön zu reden. Uns fehlen Nahrung, Medizin, einfach alles. Doch wir haben eine Sache im Überfluss. Und ohne die ist alles andere bedeutungslos. Und das ist Vertrauen. Vor einiger Zeit kamen weitere Drifter zu uns ins Camp. Einige sagten, schmeißt sie raus. Wir haben ja nicht mal genug für uns. Und andere vertraut ihnen nicht. Heute bestätigt sich, was ich immer gesagt habe. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen, der gewillt ist, hier zu sein, hier zu arbeiten und uns beim Wiederaufbau zu helfen. In den letzten paar Monaten hat Ricky genau das getan. Aber sie schafft es nicht allein. Sie braucht Hilfe. Heute Abend passiert es. Weil wir einen Drifter ins Camp gelassen haben und ihm Vertrauen geschenkt haben. Heute werden wir die Dunkelheit hinter uns lassen. Komm her! Komm her! Danke, danke! Oh, oh mein Gott! Hey, 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 jetzt war ich. Dein Stichwort. Ja, hey. Was ist passiert? Gar nichts. Komm, wir gehen zu Eddie. Die Frau auf dem Foto, das ist sie, oder? Hä? Das ist meine Frau. Wir haben die Viecher aufgeschlitzt, deswegen sind wir voller Blut. Tut mir leid, Deep. Nein, schon gut. Sie ist schon lange tot. Muss trotzdem echt blöd sein, sich wieder Hoffnung zu machen, nur um... Ach, keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte was für dich tun. Alles gut. Ich wüsste da was. Was? Red nicht mehr drüber. Okay. Ach ja, jetzt haben wir wieder Feuer, können wir ganz Feuer... Licht, jetzt können wir ganz Feuer hier ausmachen. Eddie? Eddie! Aber das Licht brennt. Ich glaub nicht, dass sie da ist. Eddie, bist du da? Na dann, ausziehen. Wie ausziehen? Zieh dein Shirt aus und setz dich. Dazu, es ist nichts. Deacon, du riskierst eine Infektion. Mhm. Ich mag Ingenieurin sein, Deke. Aber das soll nicht heißen, dass... Aha, dass ich keine Wunde behandeln kann. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, wenn man bedenkt, wie du all diese Schalter und Kabel und alles gestreichelt hast. Okay, das könnte wehtun. Nur ein bisschen. Bereit? Okay. Oh, scheiße, okay. Wirklich? Nein, warum warten wir nicht, bis Eddie zurück ist, huh? Stillhalten. So, das war's. Heul, Suse. Ich sag dir doch, es ist nichts. Das hast du. Oh, wow. Du hast echt was abgekriegt. Ja, mehr als einmal. Scheiße, das stimmt. Woher stammt die hier? Afghanistan oder der MC oder später? Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit der hier? Ricky, ich weiß nicht, ob, man sagt, Eddie mag es gar nicht, wenn andere mit ihrem Kram rummachen. Ja, das habe ich auch gehört. Was ist mit der hier? Ach, Ricky.
Ich bin nicht verheiratet. Oha! Jetzt geht's los. Okay. Zieh dich an. Komm doch einfach morgen mal vorbei. Damit Eddie dir sagen kann, wie gut ich das hier gemacht habe. Ricky, Dick, es ist schon gut. Gern geschehen. Hey, Deacon? Zünde ruhig auch meine Kerze an. Da draußen kann es echt düster werden. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.